Und im schönen grünen Wald von Kolima geht es weiter in Let's Play Golden Sun. Yay, wir sind immer noch ja, im Wald von Kolima. Und wollen den einfach mal weiter erkunden. Und hier sind lauter Baumstümpfe, die mir den Weg versperren. Das finde ich aber jetzt nicht so toll, aber ich kann hier ja einmal rum. So, dann schiebe ich den einfach mal wieder zurück. So, und dann den einmal rum. Okay, da komme ich schon mal nicht lang. Hier ist auch soweit auch nichts mehr. Also muss ich wahrscheinlich den jetzt wohl wieder rum. Vermute ich. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt und weiß nicht so recht, wo ich hin muss. Moment, Moment, Moment. Wo muss ich denn jetzt hin? Da kann ich... Ach! Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Muss ich doch hier einmal wieder ganz rum. Ich denke mal, der Baumstumpf hier außen muss ins Wasser. Schauen wir mal. Und der rollt tatsächlich ins Wasser. Jetzt kann ich darüber springen. Oh, kurz vor der Treppe tauchen jetzt extra Monster auf, ne? War ja klar. Oh, meine Güte. Müsst ihr mich ärgern oder was? Habt ihr nichts zu tun? Könnt ihr nicht woanders spielen gehen? Mit blöden Monster. Ehrlich. Nein, ich kill die lieber. Macht viel mehr Spaß. Oh. Ja. Der Rattensoldat hat 17 Schaden genommen. Wuhu. So. Jetzt machen wir alles hier wieder ein bisschen zurück. Recht rücken. So, jetzt. Mich gerade in eine bequemere Sitzposition begeben, weil es ist sonst so unbequem. Muss schon bequem sein beim Aufnehmen. So ist das. So, weiter, weiter durch den schönen grünen Wald. Oh ja, ja. Durch den wunderbaren Wald. Schauen wir mal, was ist hier los? Oh, hier ist Wasser. Komme ich darüber? Ja. Das sieht doch gut. Ja, naja, gut. Nicht ganz. Oh, da ist. Oh, da hinten ist eine Truhe, aber da komme ich nicht ran. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas machen können. Da komme ich auch nicht vorbei. Schauen wir mal. Oh, da ist ein Schleusentor, so wie es aussieht. Berühren des Schleusenhebels verboten. Oh, warum das denn? Warum darf ich ihn nicht benutzen? Das ist aber nicht nett. Ich werde ihn trotzdem benutzen. Was sieht ja sowieso keiner. Hahaha, ich bin so böse. So muss das. Haha, nun haben wir also das Wasser abgelassen. Ich gucke nochmal, ob hier oben vielleicht irgendwas ist. Nee, von da oben kommen wir da leider nicht ran. Das war mir schon klar. Warum auch einfach? Mit so Umständlichkeit. So, dann können wir hier runter. Und jetzt muss ich die Baumstümpfe ein wenig verschieben. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich das ja auf Anhieb hin. Dass ich darüber komme zu dem... ja, genau. Dass ich darüber komme ich komme nicht drauf. Dass ich darüber komme zu der Truhe. So, jetzt habe ich's. So. Dann haben wir schon mal einen Teil. So, ich denke mal, jetzt muss ich das erstmal wieder zurückschieben. Und dann das zurück. So, so müsste das doch funktionieren. Dann schauen wir mal. Jetzt lassen wir das Wasser wieder rein. Gucken wir mal. Ach, jetzt benutzt doch diesen blöden Hebel. Oh, Ivan.
Nicht Ivan, Isaac. Bin schon ganz durcheinander hier. So. Jetzt haben wir das Wasser wieder drinnen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich das jetzt hier... Ja, das funktioniert doch wunderbar. Und der Inhalt dieser Truhe gehört mir. Ein Pelzmantel. Na, das ist doch mal wunderbar. Aber nochmal speichern. Ich habe ja so lange nicht gespeichert. So. Und dann haben wir... Was haben wir denn? Was haben wir denn? Nein. Item. Rüste bitte mal den... Oh ja, das gibt um einiges mehr Verteidigung. Den rüsten wir mal aus. Beim lieben Isaac. Leider habe ich für die anderen beiden noch keinen. Aber da wird sich auch bestimmt noch irgendwann was Passendes finden. Und wenn ich das kaufen muss, auch okay. So. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, auf die andere Seite zu kommen, damit ich weiter durch den Wald gehen kann. Schauen wir mal. Und immer wieder öffnet sich dieses blöde Menü. Oh, ich kann das... Ach. Ärgerlich, ärgerlich. Part 11 mittlerweile schon. Ich habe das immer noch nicht ganz drauf. Aber was soll's. Wie muss das? Moment, ich versuche das mal. So. So. Die wahrscheinlich wieder zurück. Und dann das so. So müsste das doch gehen. Dann brauche ich den hier nur noch zurückschieben. So, schauen wir mal, ob das klappt. Ich hoffe es ja. Müsste eigentlich vom Abstand her reichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es klappen wird. Bitte den Hebel noch einmal betätigen. So, dass wir das Wasser wieder hier drin haben. So. Und ich komme rüber. Und ich werde gleich mal den Baumstumpf hier wegschieben, damit ich nachher, wenn ich wieder zurück muss, wieder zurückkomme. Und es geht weiter in den Wald. Und da ist ein Baum mit einem Gesicht. Oh, die Drohnen greifen an. Ich habe solche Angst. Schmeckt ein wenig von unserer Zeinergie, liebe Drohnen. Ihr haltet ein bisschen was aus, aber das wird euch nichts nützen. Und weg sind sie. So, hier ist ein Baum mit einem Gesicht. Und er spricht zu mir. Wer seid ihr? Oh, seid ihr diejenigen, die Treds Glanz widerstehen konnten? Ich spüre große Wärme in euren Seelen. Wenn ihr gekommen seid, um Treds zu retten, seid ihr zu spät. Schon bald wird Treds sterben. Und ohne ihn werden auch wir welken. Geht, bevor dieser Wald zerstört wird. Aber ich will nicht gehen. Nein, ich gebe diesen Wald nicht auf. Oh Gott, was ist das denn? Jetzt habe ich das nicht lesen können. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal. Ach, ein Troll ist das. Der ist wunderschön, der Troll. Muss ich ja sagen. Für dich gibt es erstmal einen Wirbelwind, mein lieber Troll. Und ein bisschen Feuer. Und der ist hartnäckig. Das ist fies. Versuchen wir es mal mit normalen Angriff, um ein bisschen PP zu sparen. Na, das klappt doch wunderbar. Und da ist noch ein Baum. Er wird nicht mit dir sprechen können. In Treds Reich habe ich die Kontrolle. Ich
kletter jetzt trotzdem mal an dir hoch, Baum. Schauen wir mal, was sie ist. Dreht der Baum. Okay. So eine Art Labyrinth hier. So ein bisschen leicht Labyrinth. Selbst hier gibt es Viecher. Eine Spinne treibt hier ihr Unwesen. Liebe Spinne, lass dich von mir besiegen. Hau das mal voll rein, der liebe Geralt. Tja, gut. Besiegt. Aber so leicht. Ließe sie sich denn ja doch nicht beeindrucken? Wie kommen wir da hin? Ist hier irgendwas? Irgendwas? Noch so eine blöde Spinne. Es gibt keinen drinnen. Oh Gott. Das geht ja gar nicht. So, Spinne, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Oh, und ich sollte die anderen mal heilen. Weil da steht nicht mehr ganz so gut um die beiden. So. Ah, da oben kann ich weiter klettern. Und ich dachte schon, dass... oh Gott, was ist hier los? Spinnenweben. Kann ich da einfach drauf? Ah, okay. Ich kann auf die Blätter springen. Okay, hier falle ich wieder runter. Ah, okay. Das heißt, die Blätter, die halten nur einen Sprung aus. Deceptive. Etwas. Will ich mal meinen. Gut, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen drüber nachdenken, wie ich springe. So, auch ihr kleinen Spinnen haltet mich nicht auf. Na gut, dann müssen wir das... Wie komme ich denn da rum? Ach, da kann ich jetzt auch noch weiter. Oh, jetzt bin ich draußen. Da geht's nicht weiter. Selbst hier draußen auf den Ästen treiben sich diese blöden Spinnen rum. Und ich kann wieder nicht flüchten. So eine Schande. Oh, das ist ja... Mensch, muss das denn sein? Was ist mit Geralt schon wieder los? Aber wieso hatten der schon wieder so wenig KP? Ich hab den doch gerade vorhin erst geheilt, oder nicht? Ist das ein Schmarrn, ey. So. Oh, ein Troll und eine Spinne. Gute Kombination. Naja, diesmal konnten wir wenigstens weglaufen. Gut, hier gibt es also nichts Interessantes, leider. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, da komme ich rüber. So, das war knapp. Mal hier weitergehen. Guten Tag, liebe Spinne. Attacke! Verdammt ich nochmal. So. Da hinten geht es wieder nicht weiter. Dann vielleicht hier. Auch nicht. Oh Gott, Kriecher. Was wollt ihr denn? Seid ihr gekommen, um mich zu ärgern?
Das seid ihr wohl ganz offensichtlich. Aber ihr habt keine Chance gegen die geballte Macht meines Trios. Au! Die haben uns erstmal fies ein bisschen eingefroren. So. Jetzt aber. Und Isaac erreicht Level 8. Hm. Da geht's wohl doch nicht weiter. Aber da muss es doch weitergehen, oder nicht? Ah, da hinten ist eine Liane. Die habe ich ganz übersehen. Was haben wir da denn jetzt für wieder für ein lustiges Kerlchen? Ein Gnom. Das passt ja wunderbar zusammen, ein Troll und ein Gnom. Das ist irgendwie eine gute Kombination. Und die sind schon weg vom Fenster. Plasma der Klasse Windseher wurde erlernt. Wer ist jetzt aufgestiegen? Ivan? Ja, ich glaube. Ach so, also kann ich doch da oben lang. Ich habe die Liane gar nicht gesehen. Dann mal schnell rauf da. Da ist noch eine, aber da komme ich nicht ran. Guten Tag, seid ihr auch wieder da? Ja, es sieht ganz so aus, als wenn Ivan aufgestiegen wäre, weil er wieder volle PP hat. Oh, und er hat einen Blitzhagel erlernt, das Plasma. Neue Attacke, gleich mal ausprobieren. Way, das hat voll reingehauen. Oh, glaubt mal, euch kriege ich auch noch weg vom Fenster. Na, das hat doch mal eingeschlagen. Und Garrett erreicht Level 8. Vulkan der Klasse. Wächter wurde erlernt. Wächter? Okay. Holt so viel Geld. So. Ach die. Jetzt sind wir... Oh, da glänzt etwas auf dem Boden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Irgendwie... Schauen wir mal. Okay, da komme ich anscheinend... Na, okay. Ups. Oh, so viele Gegner. Hab ich das denn verdient? Vulkan, vulkanische Macht. Oh, die kann ich nur an einem Gegner einsetzen. Dann nehmen wir mal den Rattensoldaten. Und einmal noch Plasma. Booyakasha! Das läuft doch wunderbar! Ja, auch hier in diesem Spiel ist Training nicht verkehrt. Wer weiß, was mich später noch erwartet. Da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich dann einige Level... Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Eine Truhe! Und es ist ein Heilring drin. Ein Heilungsring, besser gesagt. Oh, nochmal speichern. Und da hinten glänzt etwas so fröhlich vor sich hin. Und ich gucke jetzt erstmal nach dem... Wo ist der denn? Heilungsring! Stellt im Kampf 70 KP wieder her. Oh, das hört sich doch mal gut an. Auch mal anlegen. Wie sieht's denn so aus mit Garrett? Können wir den mit irgendwas noch ausrüsten? Nein. Ivan vielleicht? Nein, leider nicht. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Jetzt habe ich natürlich ein Problem und komme jetzt nicht wieder zurück. Ohne da runterzufallen.
Ich bin ja zum Glück nicht weit gefallen. Sodass ich jetzt... den Weg jetzt einfach nur noch mal wieder hochrennen muss. Einmal bitte den Rückzug antreten, Jungs. So, einfach wieder hier hoch. Na gut. Das war ja aber wohl absehbar. Weil man muss sich ja auch irgendwie entscheiden für etwas, ne? Oh, das, da hängt eine Spinne auf dem Spinnennetz. Ah, verdammt ich nochmal! Könnt ihr mir aufhören, mich zu nerven? So, eine Flammenwand. Und nochmal den Blitzstrahl. Man muss dann nicht immer das Gleiche einsetzen. Au, das ist wehgetan. Oh oh, es sieht nicht gut aus um Garrett. Moment. Erstmal den guten Garrett heilen. Ich will nämlich nicht, dass der Gute mir abkrepielzelt hier. Das wäre nicht so gut. Das war knapp. So. Ivan dann auch nochmal heilen. So, jetzt aber. So, jetzt hat er das natürlich nicht gemacht. Ach, nicht Jins. Jin. Ah, was mache ich denn wieder? So. Einmal auf sich selbst und einmal auf Ivan. So. Und dann sammeln. Ach ja, genau, ein Synergy-Stein ist das. Den wollen wir doch mal gleich aufsammeln. Und alle PP sind wieder hergestellt. Das ist sehr gut. Er verschwindet. Ja, super. Jetzt muss ich natürlich wieder zurück und erstmal da wieder runterfallen. Ah, sowas Blödes. Jetzt muss ich wieder darauf. Aber ich will ja auch nichts liegen lassen. Hä? Wollte ich flüchten? Habe ich gesagt, dass ich flüchten will? Ich krieg natürlich erstmal wieder dick auf die Mütze. Das finde ich aber jetzt nicht so toll. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ihr Gnome und ihr Kriecher. So. Aua. Meine Güte, Ivan. Ivan braucht echt mehr KP irgendwie. Dem seine KP, die gehen so schnell weg. Und nochmal ein normaler Angriff. Siehst du, das hat ja schon gereicht. Aua. Oh yeah. Und der gute Ivan ist fast tot. Hahaha. Ivan, du hast zwar jetzt ein paar mehr KP, aber es ist trotzdem blöd. So. Und jetzt muss ich wieder darauf kraxeln. Und ich bin schon wieder in die falsche Richtung gegangen. Meine Güte. So. Ah. So. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich mich hier so ein bisschen vorbeischlängere. So, jetzt aber weiter nach oben. Wir müssten ja bald mal die Spitze erreicht haben. So hoch kann dieser Baum noch gar nicht sein. Ah, verdammt! Was fällt euch ein, uns aufzuhalten? Schämt ihr euch denn gar nicht? Nein, die schämen sich wahrscheinlich kein bisschen. Oh oh. Er steigert seine Verteidigung um 3, aber es nützt ihm nichts. So.
Okay, hier geht's also nicht großartig weiter. Dann verprobiere ich es mal hier. Und hier ist wieder eine Liane zum Raufklettern. So. Noch eine Truhe. Und es ist eine Nuss darin. Ich frage mich, wofür wir die gebrauchen können. Okay, da komme ich anscheinend nicht rüber. Also muss ich wahrscheinlich weiter nach oben klettern. Vermute ich. Und es gibt wieder keinen drinnen. Da will man mal abhauen und nein. Warum denn? Die haben mich doch gerne zu Besuch da. Ist euch so langweilig, dass ihr unbedingt gegen mich kämpfen wollt und mich nicht gehen lasst. Das ist sehr freundlich von euch. Na, also. So, dann wollen wir mal weiter. Und, oh, da ist ein Djinn. Jupiter-Djinn, der mich natürlich erstmal attackiert. So, mein Lieber, dann kriegst du jetzt erstmal ein paar auf die Mütze. Bis jetzt habe ich mich ja noch nicht so sehr mit den Djinns beschäftigt. Das wird aber noch nachgeholt, hoffentlich. Weil die sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Au. Ich sollte wahrscheinlich erstmal... Nein, Moment, Moment. Heilung. Bitte einmal auf Ivan. Ich habe nämlich wirklich keine Lust, dass Ivan mir hier krepiert. Mein wertvolles Wiederbelebungs-Item, das möchte ich nämlich noch behalten, wenn möglich. Und dieser Djinn haut uns ganz schön in die Pfanne, irgendwie. Das finde ich jetzt nicht so wirklich nett von ihm. Einmal Plasma für dich, lieber Djinn. Der gibt nicht so leicht auf. Oh, meine Güte. Das ist ein Vogel, der haut ganz schön rein. Ne? Super, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Das ist sehr gut. Nicht gar nicht gut. So. Oh, meine Güte. Haben wir es geschafft? Oh, wow. Dann komm mal mit zu uns, lieber Djinn. Der Jupiter-Djinn Brise folgt Isaac. Sehr schön. Und Garrett sieht ja mal wieder echt toll aus. Muss ich ja mal sagen. Benutzt das mal bitte. So. Ivan, braucht er auch was? Nein, ist noch nicht. So, okay, hier ist jetzt weiter nichts mehr. Hier auch nicht. Gut, da muss ich wohl wieder rein. Und dann muss ich wohl doch irgendwie darüber, aber wie? Wie soll ich... Ah. Hallo, ihr Gnome. Und der gute Isaac hat kaum noch PP. Genauso wie Garrett. Ivan hat natürlich mal wieder am meisten von uns. Das finde ich jetzt auch sehr schön. Au. Mann, ihr Blödmänner! Ihr wollt echt Stress mit mir, ne? Das wollt ihr, ganz bestimmt. Auf jeden Fall. So. Tja. Was tun? Ich komme da nicht rüber. Hm. Ja, mir blieb jetzt nichts anderes übrig. Jetzt bin ich hier wieder gelandet. Ah, vielleicht kann ich ja... Ich ja auf der... Ach, siehst du, da ist nämlich auch noch ein Durchgang. Ah. Meine Güte.
Habt ihr nicht genug? Nein, habt ihr nicht. So, noch eine Liane. Und sie führt uns noch eine Etage weiter nach oben. Meine Güte, wie hoch ist dieser Baum denn? So, jetzt kommen wir aber da an die Truhe ran. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Oh, meine Güte, Leute. Oh, der Part ist schon wieder eine halbe Stunde lang. Yay! Meine übliche halbe Stunde. Aber ich finde, das ist irgendwie immer besser. Weil es gibt wirklich Leute, die machen nur so 15 Minuten und das war's. Das ist mir einfach zu kurz. Ich möchte, wie gesagt, einfach... Warum gehe ich jetzt eigentlich hier rauf? Weiß ich selber gar nicht. Ich möchte halt einfach ein bisschen was schaffen. Und irgendwie geht's hier nicht weiter. Ah, nein! Hast du echt nicht genug, Spinne? Attacke. Meine Güte, meine Güte. Okay, nee, da bin ich hergekommen. Wo muss ich denn jetzt lang? Sag mal. Tja, das ist jetzt irgendwie... Ich kann wieder nicht weglaufen. Verdammt. Und einmal das Plasma für euch. Plasma. Was? Hat der mich... Nein, weiß ich nicht. Was hat er gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Naja, Garrett hat jedenfalls Level 9 erreicht. Auch Ivan ist wieder aufgestiegen anscheinend. Und ich habe jetzt irgendwie nicht so richtig einen Plan, wo ich jetzt hin muss. Ich lasse mich jetzt einfach mal hier runterfallen. Oh, meine Güte. Leute, ich habe jetzt gerade irgendwie kein... Meine Orientierung ist gerade irgendwie so ein bisschen... im Eimer, würde ich mal sagen. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Ah, verdammt. Hier scheint ja irgendwie keine weitere Liane zu sein. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verloren. Ich glaube, ich werde erstmal an dieser Stelle ein Päuschen einlegen. Und wir schauen dann einfach mal, wie es dann im nächsten Part weitergeht. Also Leute, bis dann!